Mal wieder zu dem Thema verwaiste Mütter und was passieren kann, wenn der Kontakt zu dem Kind wieder aufgenommen wurde und die Symptome, die sich zum Beispiel an der Haut zeigen können, ich habe dazu schon einmal ein Video gemacht, die könnten dann sich erstmal wieder verabschieden. Ja, und der Kontakt zu dem Kind wird womöglich weitergehalten. Und jetzt passiert eventuell etwas sehr Komisches und etwas, was man erstmal gar nicht versteht, nämlich, dass diese Hautsymptomatik, die in Zusammenhang steht mit dem Gefühl, den Kontakt zu dem Kind enger werden zu lassen. Also es ist so, dass ich mit dem Bild gerne arbeite. Stell dir vor, du hältst einen Strick oder ein Band in der Hand, das vielleicht etwas rauer sein kann. Und mit diesem Band hältst du am anderen Ende das Kind, ja, gefangen will ich nicht sagen, aber zumindest an deinem Band. Auch wenn es ein Liebesband ist, aus Sicht und von Seiten der Mutter, kann es dennoch ein Band sein, das du mit Macht festhältst. So, und jetzt ganz wieder zu dieser Metapher nochmal zurück, um das nochmal auszuführen. Wenn du an diesem Band ziehst, also das Kind hältst, das Kind festhältst, die Verbindung zu dem Kind mit Macht aufhältst, also unter Straffung dieses Bandes, dann würde das Band ja mal hin und her schubbern. Also daran wird gerissen, weil das Kind sich vielleicht emotional wieder von dir wegbewegt. Oder du selber hast einfach das Gefühl, dass das Kind sich wegbewegt. So. Und das, was dann auf der Haut sichtbar ist, und ich habe einen speziellen Fall da vor Augen, ist ein Reißen, ein Zerren, als wenn etwas von diesem harten Band in der Hand gerissen wäre. Also als hätte das da hinterher eine Spur hinterlassen und die heilt nicht wieder aus. Das heißt, diese Spur ist blutunterlaufen, schorfig, die Haut löst sich und es ist sehr, sehr faszinierend. Und dann kommt man natürlich erstmal nicht auf die Idee, weil der Kontakt zu dem Kind ja wieder hergestellt wurde, dass das vielleicht etwas damit zu tun hat, dass man so selber so vehement diesen Kontakt versucht aufrechtzuerhalten, versucht liebevoll zu halten und dass man auch sich immer wieder denkt, oh, ich will diesen Kontakt nicht verlieren. Also dieses starre daran festhalten, an diesem neu entstandenen Kontakt zu einem Kind, das man lange Jahre verloren hatte, also durch Kontaktabbruch. Ja, und jetzt wäre die Frage, wie kann man dann sich selber sowohl emotional und mental helfen, als auch womöglich dazu führen, dass die Haut wieder gesundet. Und da würde ich auf Loslassen plädieren, nämlich loslassen dieses Gefühl, dass du das Kind unglaublich starr festhalten möchtest. Und das kann man sowohl unter Klopfen, also unter EFT machen, nämlich mit dem Satz, mein Gefühl, dass ich es einfach nicht loslassen will. Mein Gefühl, dass ich die Verbindung einfach strenger und fester halten möchte. Und diesen Satz so lange klopfen, bis dieses Gefühl sich verabschiedet. Natürlich ist es immer schlauer, erstmal, wenn man sich mit der Methode super auskennt, hat man kein Problem damit, einen knackigen Satz zu finden. Aber wenn man sich damit nicht auskennt, ist es vielleicht wichtig, professionelle Hilfe da in Anspruch zu nehmen. Auf jeden Fall geht es darum, dieses Gefühl, das Kind richtig am Strick zu halten, loszulassen. Und eine, ja, ich sag mal, dieser Satz, Liebe lässt los, da wieder reinzubringen, sodass man innerlich eine Umkehr macht zu einer Haltung von, es ist egal, was jetzt passiert. Ich liebe dieses Kind. Der Kontakt ist da. Der Kontakt hat bis heute Bestand. Und ich lasse das jetzt einfach los. Ich lasse einfach mein dran zerren sein. Ja, das wäre der Hinweis. Also, wenn du damit ein Thema hast, dann probier das tatsächlich mal aus.
Das kannst du natürlich auch dann ausprobieren, wenn du solche Striemen an der Haut hast und denkst, ich habe aber gar keinen Kontakt zu dem Kind, dann versuche trotzdem in Liebe loszulassen. Es ist immer wieder ein Wunder, was insgesamt energetisch passiert, wenn wir in Liebe ein Thema loslassen. So, das war mein Tipp für dich und mein Hinweis. Ich wünsche dir alles Liebe und gute Beziehung. Ciao, ciao.